Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Anhand dessen, was wir am Ende der letzten Episode entdeckt haben, habe ich mich entschlossen, die Military Science Packs auf die rechte Seite des Belts zu legen, damit wir dann die Chemical Science Packs auf die andere Seite packen können. Ich denke, das ist so besser. Dann habe ich hier so ein bisschen angefangen, Beton rauszuhauen und hier einen Weg nach oben zu verlegen in die andere Basis. Ich denke, das ist ganz gut. Und ich möchte hier auch noch ein Radar aufstellen. Wie sieht es mit dem Strom aus? Sieht gut aus. Passt soweit. Wir haben hier noch ein fettes Zinnfeld und ein Eisenfeld. Nice. Das habe ich gar nicht gesehen. Das mitten auf dem Bass. Haben wir große Warenhäuser irgendwo? Bronze Storage Depots. Was ist hier jetzt schon wieder los? Machen wir den kurz mal weg. So. Nimm das wieder. Dann ist er geheilt. Storage Depots. Haben wir höhere, bessere Storage Depots? Storage Depots. Wir könnten tatsächlich mal Storage Depots 2. Können wir erforschen. Stahldepots. Würde ich sagen, machen wir mal. Das kann auch. Finde ich ein bisschen doof, dass man das nicht hier rumschieben kann. Das wäre etwas, das sie noch hinzufügen könnten. Das heißt, wir nehmen das erstmal wieder weg und fügen das danach hinzu. Machen wir erstmal die Storage Depots. Was ich auch tun möchte, ist ein paar Powerpools hier hinstellen. Machen wir einen kleinen erstmal. So. Und dann du. Und dann ziehen wir das hier durch. Weil dann können wir schon mal anfangen, dieses Eisenfeld hier abzugrasen. Das Problem ist, das wird uns irgendwann mal im Wege sein. Je mehr der Boss wächst, desto schneller wird das Ding im Wege sein. Und deswegen möchte ich das eigentlich so schnell es geht weg haben. Das heißt, wir werden hier Drills platzieren und zwar nicht zu knapp. So gut es geht. Verdammt. Wir brauchen Landfill. Das geht sonst nicht. So. Nein. Direkt falsch gemacht. So, passt das. Dann hier unten noch. Was zur Hölle soll das hier eigentlich sein, wenn es fertig ist? Wer hat hier Eisen auf eine Insel gepackt? Was soll das? Was soll das? Scheiße. Haben wir echt keine Drills mehr? Muss ich mir jetzt einen 50er... Das kann doch nicht sein, oder? Wir haben noch 26 von den verdammten Drills. Wo sind die alle hin? Dann brauchen wir von denen ein bisschen was. Wo haben wir die verdammten Drills aufgesetzt? Hier. So. Drei. Jetzt aber. So, was machen wir mit dem Feld? Ungefähr das, würde ich sagen. So, das ziehen wir hier durch. Beziehungsweise, das könnte vielleicht sogar ein roter Belt werden. Ich sehe das schon von meinem geistigen Auge, wie das ein roter Belt wird. Allerdings muss ich dafür erstmal die roten Belts wiederfinden. Verdammt. Verdammt. Science Packs, Inserter... Rote Belts. Hier. 600 Stück. Okay, das wird ein roter Belt. Habe ich mich entschlossen. Verdammt! Kiste. Da rein. So. Dann auf ein neues.
Hier auch nochmal ein roter Belt. Warum hat... Okay, der hat keinen Strom, weil er nicht richtig angeschlossen ist. Wir brauchen Splitter. Wo haben wir Splitter? Natürlich auch wieder am selben Ort. Und zwar hier. So, das geht hier runter. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, ich denke, wir machen hier mit zwei roten Belts weiter. Wir bringen das hier erstmal noch weiter nach unten. Und ziehen das hier weiter. Das ist auch wichtig. Ach Mist. Ständig passiert mir das. Ich wünschte, es gäbe einen Mod dafür, dass ich eine ruhigere Hand habe, aber das wäre wohl ein bisschen zu viel verlangt, ne? Irgendwas muss ich auch selber noch machen. Auf die Beine kriegen. So. Ziehen wir das weiter runter. Und dann hier unten durch. Und dann hier und... Ach Mist. Kein Landfill mehr. Nein. Und jetzt kriege ich hier natürlich wieder viel zu viel. War klar. So. Dann ist die Frage, wo packen wir hier die... Wo packen wir das Ganze hin? Ich denke, wir machen hier unten die Depots dann hin. Mass Storage, na kommt. Gibt Gas. Das dauert mir zu lange. Das dauert mir alles ein bisschen zu lange. Okay, so, hier weiter. Bis ungefähr hier, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir das hier noch korrekt machen. So läuft das. Und weiter geht's. Okay. Ich würde sagen, das reicht für den Moment. Lassen wir erstmal das Ganze hier los. Das heißt, wir brauchen Power Poles. Und wir brauchen Strom. Licht brauchen wir. Strom geben uns die Power Poles. So. So passt das. Dann würde ich sagen, einmal so. Und einmal so. Und so. Und jetzt brauchen wir wieder Landfill. Dass wir das hier korrekt machen können. So, Licht hier noch. Und dann flutscht das Eisen hier. Dann flutscht das so richtig. Es wird so eine Weile dauern, bis das hier tatsächlich dann alles abgearbeitet wurde. Was wir auch machen können, ist hier einen Splitter reinzupacken. Ist das eine andere Farbe ein bisschen? Sieht ein bisschen komisch aus. Machen wir hier einen Splitter rein, dass es schön gleichmäßig ist. Und ich möchte kein Eisen im Inventar haben. Packen wir das hier rein. So. Er staut sich jetzt, weil wir uns natürlich jetzt die Mass Storage Dinger fehlen. Oh, wir wird ja schon wieder gekämpft, ey. Das ist doch unglaublich. Ich habe irgendwann mal offscreen noch ein paar Basen kaputt gemacht, aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ich sag's euch. So. Und ich denke, ungefähr hier haben wir den Storage hin.
Das müssen richtig viele Warenhäuser werden. Dafür brauchen wir eigentlich schon fast rote Loader, die wir glücklicherweise auch automatisiert haben. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf das Ding da. In der Zwischenzeit können wir erstmal dieses Petroleum Coke loswerden. Und wir haben keine Munition mehr. Der Turm ist alle. Naja, da sollte eigentlich nicht so viel oben ankommen, hoffe ich zumindest. So, hat sich das ein bisschen erholt? Nein, das ist immer noch auf 24k. Wisst ihr was? Können wir den. Ach, ich kann den von hier aus nicht kontrollieren. Naja, egal. Lassen wir das erstmal. Ich werde das auf Screen dann machen. Das hier kann weg. Das Ding hier kann eigentlich auch weg. Und den behalten wir. Ne, brauchen wir nicht. Haben wir im richtigen Buch. Circuits. Die Geschichte hier. Wir brauchen. Primär eigentlich nur die roten und grünen Kabel. Oder die anderen Dinge sind nicht so wichtig. Power Switch. Ich glaube, die anderen Dinge sind nicht so wichtig. Ich meine, machen wir erstmal die roten und grünen Kabel. Es braucht einfach nur Kupfer ein bisschen. Können wir die irgendwo noch dazwischen quetschen? Ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt alles da gemacht werden. Das hier sieht alles sehr schön clean aus. Das können wir weiter erweitern. Das möchte ich eigentlich auch erstmal so lassen. Kupfer ist ein bisschen. Kupfer ist ein Problem. Kupfer ist ein großes Problem. Ich habe das irgendwann mal ein bisschen erweitert, aber. Es fehlt jetzt hier primär mal. Wir müssen das ein bisschen umbauen, doppelgleisig machen und so. Okay, wo machen wir die? Wir brauchen nicht viele von den Dingern. Aber ein paar wenige brauchen wir. Bis wir dieses Zehnfeld hier weggebracht haben, das wird eine Weile dauern, das sage ich euch. Was machen wir hier? Hier machen wir doch Kabel. Können wir hier nicht irgendwie was Schlaues hier noch machen? Machen wir das so? Und dann Output in eine Kiste. 1, 2. So. Wir brauchen ja wirklich nicht viele Kabel. Kriegt ihr jeweils so ein Ding? 10 für 10. Okay, naja, das ist das. 10 für 10. Das ist eigentlich. Reichen gelbe Inserter, meiner Meinung nach. Gehen wir mal kurz einmal an den Ort des Geschehens. Das ist hier vorne irgendwo. Weil das Abbremsen dauert super lange. Genau, was ich tun wollte, ist das hier sagen auf Input Priority Links. So, dann war das. Wo war das denn? Ich habe schon wieder den Faden verloren, natürlich. Hier drüben war das. Dann nehmen wir gelbe hier. Gib Inserter. Nehmen wir gelbe. 1, 2. Und du machst rote Kabel, du machst grüne Kabel. Das reicht auch schon, ne? So. Ein Stack. Und ein Stack. Und das dauert 0,5 Sekunden. Okay. So, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die roten mit. Vielleicht ein bisschen mehr. Und dann machen wir das irgendwie. Wir schmeißen. Wir brauchen ein paar Powerpoles hier dazwischen.
Ungefähr so. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier die roten. Doch, das geht. Geht das so? Can't reach. Das geht so. Okay, gut. Dann bringen wir das runter auf den hier. Und können hier aber die Chemical Plants nicht wiren. Warum geht das nicht? Can't connect to wire. Warum können wir die Chemical Plants nicht wiren? Können wir die Rohre wiren? Können wir auch nicht. Warum können wir keine Chemical Plants wiren? Warum habt ihr zu wenig Wasser? Ah, ist hier schon wieder irgendwas im Argen? Du hast Wasser. Du hast kein Wasser. Ich weiß nicht, was da genau wieder ist. Sehr merkwürdig. Warum können wir die Chemical Plants nicht wiren? Das ging doch in der letzten Staffel. Oder meine ich das nur? Es muss doch möglich sein, die Chemical Plants zu wiren. Aber eine andere Möglichkeit. Wir könnten Power-Off-Switch dazwischen schalten. Das ist aber nicht so geil. Warum sehen wir... Ach, weil es fast leer ist. Deswegen sehen wir hier nichts. Warum können wir die Chemical Plants nicht wiren? Das muss doch gehen. Ich meinte, das ging in der letzten Staffel. Ich meine, das ging, war möglich in der letzten Staffel. Können wir Underground und Rohre. Können wir hier Rohre wiren? Underground geht auch nicht. Ha! Bronze Display Plate, Iron Display Plate, Gold Display Plate. Was es nicht alles gibt. Das ist ein bisschen doof. Und wir haben unsere Silos fertiggestellt. Generic Warehouse. Steel Storage Depot. Big Generic Chest. Ich glaube, die Dinger hier wollen wir haben. Dafür brauchen wir aber Stahlbarren. Haben wir Stahlbarren irgendwo in der Kiste geparkt? Haben wir nicht, ne? Warum auch? Es wäre auch zu einfach. Ach, shit. Mist. Was, wenn wir das hier hinfügen? Hier zufügen. Machen wir das mal so. Und du nimmst... Ach, wir können das jetzt gerade nicht beschränken. Super optimal. Macht 130 für eins. Ja, das dauert eine Weile. Lassen wir den erstmal bisschen ackern. Was machen wir hier? Toggle Picker Auto Circuit Wires. Wir können die Pumpe wiren. Haben wir Valves? Haben wir nicht. Können wir Valves erforschen? Können wir nicht. Gibt's nicht. Eventuell muss ich einen Mod installieren. Haben wir eine andere Möglichkeit für dieses Rezept hier? Für Coke? Das heißt doch irgendwie Petroleum Coke. Warum haben wir das nicht gefunden? What? Petroleum Coke. Warum finde ich das nicht? Was ist, wenn wir über das Öl gehen? Können wir das sonst noch irgendwo herstellen in Advanced Chemical Plants? Was brauchen wir für Advanced Chemical
Plants. Die sind hier. Oh, Chemical Research Data. Ach, das. Oh. Oh, das wird ein Spaß. Oh, das wird ein Spaß. Ich sehe. Da haben wir noch was vor uns. Oh, Titanium Plates. Uiuiui, das ist ja schon fast Angel Bobs Heavy. Spannend. Naja, eigentlich müsste es auch ohne das Ding gehen. Ich muss die einfach irgendwie korrekt anschalten. Ich muss die irgendwie wiren können. Ich weiß aber gerade nicht, wie das geht. Aus irgendwelchen Gründen können wir aktuell Chemical Plants nicht wiren, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass das in der letzten Staffel funktioniert hat. Vielleicht hat irgendeiner der Mods da irgendwas geändert. Das könnte durchaus sein. Ich würde meinen, in Vanilla Factorio müsste das eigentlich möglich sein, Chemical Plants zu wiren. Aber vielleicht sind das. Ah, vielleicht sind es. Probieren wir es mal so. Vielleicht geht das so. Nee, das geht auch nicht. Toggle Picker Auto Circuit Wires. Ich weiß nicht genau, was das macht. So, holen wir uns mal den Stahl. 300 Stück. Und dann können wir uns drei davon herstellen. Wird eine Weile dauern, aber was soll's. Vielleicht können wir die auch automatisieren. Wir müssen mal gucken, wie groß die sind. Ich denke, von denen werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen ein paar mehr brauchen im Endeffekt. Ja, das ist doof. Ich denke, das werde ich offscreen nachgucken müssen, wie wir das wiren können. Ansonsten muss ich wohl einen Mod installieren, der das uns irgendwie erlaubt. Das geht auch, glaube ich, nicht damit. Ja, also wenn wir sie nicht wiren können, dann. Wir können die Inserter wiren. Was würde gehen? Wir könnten die Inserter wiren. Das ist ein bisschen ungeil. Die Inserter zu wiren. Das ist etwas, was ich nicht gerne mache. Also jetzt hier für den Output. Aber es hilft wohl nichts. Machen wir das mal so. Okay. Naja, wiren wir die Inserter. Sagen Enable Condition, wenn Leichtöl. Leichtöl größer ist oder größer gleich. Was nehmen wir? In einem Tank hat wie viel Platz? 24k. Wenn es größer ist als 12.000, würde ich sagen. Dann wird hier gearbeitet. Das heißt, die dürften jetzt alle eigentlich nichts tun. Ansonsten würde was falsch laufen. Dann würde ich sagen, ziehen wir die noch ein bisschen weiter. Das hier rüber, hier rüber, hier rüber und hier rüber und hier rüber. Dann machen wir die ganze Geschichte noch halt hier. So, bei euch sagen wir, dass Petroleumgas größer gleich 12.000 ist. Das wird jetzt natürlich niemals passieren. Denn das Petroleumgas haben wir hier gar nicht angeschlossen. Das heißt, das müssen wir noch tun. So, jetzt müssen wir hier. Ja. Jetzt haben wir Petroleumgas 24k. Das heißt, die müssten wieder arbeiten. Hervorragend. Nice. Und die werden jetzt so lange arbeiten, wie das über 12k ist. Und die werden nichts mehr tun. Absolut rein gar nichts. Bis sich das erholt hat auf über 12k. Ich denke, das passt soweit. Dann können wir mal gucken, wo sind hier unsere Warehouses? Okay.
Stratege haben viel Platz. Hervorragend. Das ist genau das, was wir wollen. Ich denke, ich packe einfach mal eins hin. Dann haben wir jeweils einen Loader. Und go. Lasst das beginnen. So, das reicht für den Moment erstmal. Das wird eine Weile, reichen, bis das Ding voll ist. Wie gesagt, ich möchte dieses Feld hier so schnell es geht weg haben. Das heißt, die sollen auf Volltouren hier arbeiten können. Ich denke, das passiert auch. Nice. Sehr schön, dann haben wir wieder was erreicht, würde ich sagen. Ich denke, das war eine produktive Episode. Wir haben hier das Öl, meiner Meinung nach, gefixt. Für eine Weile zumindest. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.